Wer von Ihnen hat schon mal erfolgreich seinen inneren Schwein überwunden? Anders gesagt, wer von Ihnen hat zum Beispiel schon mal erfolgreich lesen und schreiben gelernt? Wer hat den Schulabschluss geschafft? Wer von Ihnen kann Auto fahren? Wer kann es wirklich? Wissen Sie noch so eine scheinbar banale Geschichte wie das Autofahren lernen, wie kompliziert das am Anfang gewesen ist? Dieses Kupplung treten, Gang rein, Kupplung kommen lassen, gleichzeitig Gas geben, das muss ja mal üben, bis man es konnte. Und heute ist das so ein Programm, was irgendwie so automatisch in unserem Kopf abgespult wird. Also wir machen das vollautomatisch, rote Ampel, danach Gang 1, 2, 3, müssen wir nicht mehr drüber nachdenken. Oder hat jemand von Ihnen immer noch Schwierigkeiten beim Kuppeln? Anders gefragt, wer fährt Automatik hier im Raum? Feiglinge. Okay, und der innere Schweinehund, der kommt immer dann, wenn wir irgendwas Neues machen wollen. Es ist die Frage, wie geht man mit diesen inneren Viechern um? Mein Ansatz, ich mache die zum Freund. Das ist mein innerer Schweinehund. Ich nenne diesen inneren Schweinehund Günther. Jetzt muss ich fragen, heißt noch jemand Günther hier im Raum? Glück gehabt. Ja. Ich finde Günther so ein suboptimaler Name. Das ist, klingt so ein bisschen nach behördlich verordneter Veränderungsresistenz. Das klingt so ein bisschen angestaubt und ja, ich konnte mit diesem Namen nie was anfangen, bis ich anfing, mich mit diesem Thema innere Schweinehunde zu beschäftigen. Das war noch in einer völlig anderen Lebensphase. Damals habe ich noch als Arzt gearbeitet. Wenn Sie mich als Arzt nie kennengelernt haben, kein Problem, ich war in der Psychiatrie tätig. Und ja, damals fiel mir das erste Mal auf, dass innere Schweinehunde besonders häufig kommen, wenn wir in unserer sogenannten Komfortzone drin stecken und dann da raus sollen. Komfortzone ist ein Begriff. Ich nenne das auch gern Günthers kleine Welt. Also stellen Sie sich wirklich vor, Sie haben so einen süßen kleinen inneren Schweinehund. Und ja, die Psychologen, die malen das gerne so auf. So die Komfortzone ist gerne so eine Art Kreis und in diesem Kreis sind wir drin. Da befindet sich unser normales Leben. Und ja, was ist das normale Leben? Also eigentlich kann alles Mögliche zum normalen Leben werden. Ja? In England lernen die, dass es normal ist, auf der falschen Straßenseite zu fahren. In Asien essen die mit Stäbchen. Ja? Und im alten Rom war es normal, dass man sich abends mal gemütlich anschaut, wie Christen von Löwen zerfleischt werden. Bei uns ist es noch schlimmer, da guckt man RTL. Bauer sucht Frau oder irgendwie sowas. Und das Interessante ist, dass Sie eigentlich alles Mögliche für normal empfinden können, wenn Sie es eben gelernt haben. Ich habe vor kurzem ein Coaching gehabt mit einer 25-jährigen Dame, die wirklich Management-Positionen hatte und große Karriere. Und die hatte sich angewöhnt, eine Bulimie beispielsweise. Ja? Versuchen Sie der mal beizubringen, dass das Komfortzone ist. Ja? Versuchen Sie mir beizubringen, der Angst hat, einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen und einen Kunden anzurufen, dass es Komfortzone ist. Und das ist auch schon das Hauptproblem bei diesem inneren Schweinehund, weil die meisten Herausforderungen unseres Lebens, die sind ja außerhalb dieser Komfortzone und da reagiert unser Günther auf eine sehr spezifische Weise. Also liebe Herren, stellen Sie sich mal vor, das sind Sie hier in der Mitte. Ja, Sie sind Mitte 20, Sie sehen super aus, Sie haben ein perfektes Leben vor sich, das Einzige, was Ihnen zum perfekten Glück noch fehlt, ist eine Frau. Und jetzt sehen Sie Ihr Traumgeschöpf plötzlich auf der Party neben sich stehen, ja. Sie registrieren sofort, boah, das ist sie. Günther sagt sofort, boah, das ist sie. Los, die sprichst du an, wenn du sie das nächste Mal siehst. Weil auf dem Weg von hier nach da kommen lauter Gründe, warum das jetzt der falsche Zeitpunkt ist. Also was, wenn die dich nicht mag? Hast schon zu viel gesoffen? Hast noch nicht genug gesoffen? Ja, also wir empfinden jetzt sozusagen Ausreden, warum es gut ist, dass wir diesen Schritt nicht gemacht haben. Das heißt, unser Gehirn trickst uns so ein bisschen aus. Das Problem dabei ist, unser Gehirn oder unser Günther ist ja nichts anderes als eine Lernmaschine. Und das Gehirn lernt jetzt, wenn du die nicht ansprichst, dann bleibst du am Leben. Und das ist ziemlich tricky, weil das ist so eine positive Rückkopplung, die wir jetzt hier haben. Also wenn wir am Leben bleiben, ist das sozusagen die oberste Prämisse bei dem, was wir überhaupt machen. Also stellen Sie sich vor, so vor ein paar hundert Jahren, Sie sind irgendwie so noch in der Savanne unterwegs und da ist irgendwie so ein hohes Gras und Sie hören das da rascheln. Was denken Sie, wenn es dann diesem Gras raschelt? Was sollten Sie denken? Ja, es gibt die Menschen, die denken, oh, das könnte ein Tiger sein, das könnte irgendwie ein wildes Tier sein. Und jetzt laufen Sie weg. In der Regel ist das nur der Wind oder das ist nur eine Maus oder sowas in der Art. Ja? Das Problem ist, der Fehler ist völlig wurscht. Dieser Fehler ist völlig wurscht. Schwerwiegender ist der Fehler, wenn Sie es andersrum machen. Also stellen Sie sich mal vor, Sie denken, das raschelt, ach, das ist nur eine Maus. Das ist nur der Wind. Und da kommt der Tiger raus. Das bedeutet, was wir hier jetzt machen, wir machen unbewusst so ein Steinzeitprogramm in unserem Kopf, was uns so eine Art Mauer hier irgendwie einimpft. Und diese Mauer sorgt dafür, dass wir die nächste Herausforderung schon ein bisschen weniger wahrscheinlich angehen. Und spätestens bei der dritten Herausforderung sind wir uns klar, bist halt kein Frauentyp. Also das heißt, das, was wir im Kopf drinnen haben, wenn wir dem hier nicht irgendwie gegensteuern, ist so eine Art Angstvermeidungsprogramm, was bei den meisten Menschen dazu führt, dass die Mauern um ihre bequeme Zone immer höher werden. Und das hat eigentlich was mit Schüchternheit zu tun. Der innere Schweinehund ist schüchtern. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit dem um und wie kriegen wir das hin? Weil wir wissen alle, im Prinzip geht es.
Nur was sollten wir machen? Wir sollten als allererstes, wenn wir vor einer Situation Angst haben, wenn wir Probleme haben mit dem inneren Schweinehund, es mal für möglich halten, dass da draußen irgendwo in der Welt etwas ist, was anders ist, was eine neue Erfahrung ist. Das heißt, wir sollten so ein bisschen unsere kognitiven Scheuklappen ein bisschen öffnen. Und das ist ja das, was die meisten erfolgreichen Menschen machen, oder die meisten glücklichen und erfolgreichen Menschen, die sagen, okay, da ist eine Herausforderung und ich traue mir diese Herausforderung zu. Und jetzt, wenn wir es machen, lernen wir, dass die meisten Mauern vor dieser Herausforderung einfach nur so eine Art Einbildung sind, okay? Und jetzt trauen wir uns die auch zu, weil wir uns die vorherige zugetraut haben. Jetzt nehmen wir die hier auch mit. Jetzt sind wir sozusagen auf mentalem Expansionskurs. Und ja, unser Günther hat gelernt, das funktioniert schon irgendwie mit diesen Herausforderungen. Das Problem ist nur, welches Gefühl hält uns hauptsächlich davon ab, das zu tun? Rufen Sie es mir her. Wie heißt das Gefühl? Es ist logischerweise Angst, klar. Wir Menschen haben Schiss. Und das ist eine riesen, riesen Hemmschwelle. Und die ist eigentlich auch sinnvoll. Ja, es gibt drei Urängste, die Menschen haben. Urangst Nummer eins in der Steinzeit. Das ist die Angst vor Misserfolg. In der Steinzeit sinnvoll. Ja, sie kämpfen mit dem Säbelzahntiger. Misserfolg wäre schlecht. Urangst Nummer zwei, auch in der Steinzeit total klasse. Das ist die Angst vor Überanstrengung. Ja? Die Angst vor Überanstrengung, Nahrungsmittelangebot irgendwie begrenzt. Da kann jeden Moment der Säbelzahntiger um die Ecke kommen. Da machen sie nicht aus Spaß ein Marathontraining. Und die Urangst Nummer drei, die ist besonders gemein, das ist die Angst vor sozialer Zurückweisung. Also was, wenn mich die anderen Menschen nicht mögen? Was, wenn die mich irgendwie, wenn ich aus der Gruppe ausschere, wenn ich anders bin als die? Ja? Und dann kommt der Säbelzahntiger, dann stehe ich alleine da mit dem. Das Problem ist, wenn Sie sich heute aus therapeutischer Sicht mit sogenannten neurotischen Menschen unterhalten, dann haben die heute noch die gleichen Ängste, aber die sind heute so ein bisschen neurotisch übersteigert. Wissen Sie, wie diese Urangst Nummer 1 heißt? Die Urangst vor Misserfolg. Heute neurotisch übersteigert. Du darfst keine Fehler machen. Keine Fehler. Bloß keine Fehler. Du musst alles richtig machen. Perfektionismus. Der Hang zum Perfektionismus. Das heißt, wenn ich nichts mache, außer dass ich vorher schon alle Eventualitäten geklärt habe, ist mit das Tödlichste, was ich meinem internen Glückssystem antun kann. Weil das sorgt dafür, dass ich jedes Feedback, wenn es negativ ist, als irgendwas Zerstörerisches wahrnehme. Urangst Nummer zwei, das ist auch ganz lustig, dass die Angst vor Überanstrengung heute neurotisch übersteigert. Wenn Sie die heute sehen, dann heißt es, alles, was ich tue, muss mir leicht fallen. Das Leben muss so eine Art roten Teppich vor mir ausrollen. Ja? Also ich, mir muss das leicht fallen, die anderen sollen sich anstrengen, pipapo. Ja? Ich arbeite nur von 9 bis 17 Uhr, darüber hinaus gibt es ein Burnout-Syndrom. Nee, ist doch so, oder? Sie gucken heute die Zeitung auf, Burnout, Schlimmheit, ach, Arbeiten ist total schlimm. Wir machen das Kinder, ja? Die Kinder, die spielen nicht von 9 bis 17 Uhr, darüber hinaus gibt es ein Burnout-Syndrom. Ja, die sind irgendwie von sich aus gut drauf. Ein Kind sagt auch nicht auf dem Kindergeburtstag, du, ich brauche erst 3 Bier, um in Stimmung zu kommen. Also, die sind da meistens so ein bisschen Forscher, ja? Und die Urangst Nummer drei, die Angst vor sozialer Zurückweisung, die ist heute auch besonders gemein, weil wissen Sie, wie die heute heißt? Das ist so dieses, alle Menschen müssen mich gern haben, alle müssen mich mögen, alle müssen ja total nett zu mir sein und ich darf irgendwie nicht so aus der Gruppe ausscheren, das ist total gemein, wenn ich da ausschere und dann mögen die mich nicht und das ist natürlich total bescheuert. Und zu dieser dritten Angst haben Forscher mal einen sehr schönen Versuch gemacht und zwar haben die 10 Affen genommen, haben die Affen in einen Käfig gesetzt und die Affen, die hatten genügend zu fressen, hatten genügend zu saufen, diesen Affen ging es gut. Und jetzt haben die Forscher durch ein Loch in der Decke ein Bündel Bananen reingehalten. Können Sie sich vorstellen, was die Affen gemacht haben? Also der erste Affe geht dahin, will sich schnappen, denkt sich, Banane, yippie. Was der Affe nicht wusste, die Bananen waren präpariert. Um die Bananen herum war ein Lichtdetektor gebastelt und der war mit einem Kaltluftgebläse verbunden. Und jetzt geht dieser erste Affe dahin, Lichtdetektor geht an, Kaltluftgebläse geht an, bläst dem eiskalte Luft ins Gesicht und das mögen die Affen nicht so gerne. Was macht er? Der schrickt zurück. Der zweite Affe geht hin, schrickt zurück. Der dritte Affe geht hin, schrickt zurück. Frage an Sie, was macht der Affe Nummer 4? Der bleibt weg, der ist ja nicht doof, der geht da gar nicht mehr hin. Ja, völlig logisch. So. Und am nächsten Tag, also Nummer 5, Nummer 6, 7, 8, 9, 10, die ganze Gruppe hat gelernt, diese Bananen sind gefährlich. Und am nächsten Tag halten die Forscher wieder dieses Bündel Bananen rein. Wie viele Affen gehen hin? Noch ein Affe, sozusagen der Vertriebsaffe von denen. So, das muss doch irgendwie gehen, ja. Das kriegen wir irgendwie hin. Oder denkt sich so, nein, heißt noch ein Impuls notwendig. Der ist von Martin Limbeck, ja. Der ist cooler Spruch. Und was macht der? Die anderen denken sich sogar, ey, wenn sogar sich der nicht mehr traut, oh, das geht ja überhaupt nicht, das ist ja überhaupt unmöglich. Und die bleiben weg. Und spätestens am dritten Tag, geht kein Affe mehr hin. Am vierten Tag keiner, am fünften, am sechsten, am siebten, am Ende der ersten Woche sind sich die Affen sicher und ja, sagen, okay, prima, da gehen wir nicht mehr hin. Und sie ahnen wahrscheinlich, was die Forscher jetzt machen, oder?
Die nehmen jetzt diesen Lichtdetektor weg, nehmen das Kaltluftgebläse weg, halten harmlose Bananen rein. Und was machen die Affen am nächsten Tag? Tag 8? Die ignorieren die Bananen am Tag 9, die ignorieren die Bananen am 10., am 11., am 12., 13., 14. Also am Ende der zweiten Woche trauen sich die Affen immer noch nicht an die Bananen hin. Und jetzt überlegen Sie mal, was passiert. Stellen Sie sich mal vor, machen Sie mal einen kleinen Perspektivwechsel. Angenommen, Sie sind jetzt in der Forschergruppe und Sie bekommen jetzt die Aufgaben, die Affen so zu trainieren, dass sie die Bananen wieder anfassen sollen. Wie würden Sie das machen? Ich gehe jetzt einfach mal runter zu Ihnen ins Publikum und sammle ein paar Stimmen, wie Sie das machen würden. Wie würden Sie die Affen dazu bringen, die Bananen wieder anzufassen? Sie würden einen neuen Affen reinmachen? Wer würde einen neuen Affen reinmachen? Die Dame, wunderbar, super, alles klar. Ja, Sie würden einen externen Berater engagieren? Der hat keine Ahnung, wie das bei uns läuft. Wunderbar. So, dann sagte jemand vormachen. Wer sagte vormachen? Vormachen? Wunderbar. Gratulation. Sie sind Führungskraft, oder? Sind Sie Führungskraft? Na, okay. Sie sollten eine werden. Prima. Im Ernst, das Problem ist, welche Führungskraft traut sich freiwillig in den Affenkäfig? Das ist mitunter ziemlich heftig. So, wer hat weitere Vorschläge? Was könnte man noch machen mit den ganzen Affen? Die Bananen öffnen, die Bananen ausziehen sozusagen, ja? So, wir hatten noch weitere Vorschläge. Was könnte man noch machen? Affen austauschen? Jawohl. So, okay, ja. Die Bananen anmalen? Ja, so einmal schlechte Erfahrung mit Blondinen gemacht. Da hat er nicht Brünette so. Ja. Könnte man weitere Vorschläge? Gibt es noch irgendwas? Okay. Ja, manchmal hört man so irgendwie so Äpfel statt der Bananen. Das ist so die Kölner Variante. Einmal schlechte Erfahrung mit Frauen gemacht. Da hat er nämlich Männer. So, ja. Nein, okay, also was machen die Forscher? Die Forscher machen wirklich diese Variante mit dem externen Berater. Also die nehmen einen alten Affen aus der Gruppe raus, nehmen einen neuen Affen mit die Gruppe rein. Der neue Affe hat noch keine Ahnung von Tuten und Blasen. Der hat keine Ahnung, was da passiert. So, und was macht der neue Affe? Am nächsten Tag kommen diese Bananen, der neue Affe macht. Sagen Sie es mir, was macht er? Ja, nimmt sich die Bananen, die anderen sagen, boah, waren wir bescheuert, ja, und prima, hätten wir vorher das gewissen. Nein, das passiert nicht. Der neue Affe sieht, da kommen die Bananen. Und der neue Affe freut sich, Banane, Banane. Und dann schaut der neue Affe, was der Chef der Gruppe macht. Und der Chef der Gruppe ignoriert die Bananen. Und dann schaut er, was der zweite Chef der Gruppe macht. Und der ignoriert die Bananen auch. Und dann schaut er, was die restliche Gruppe macht. Und die zuckt dann nervös rum, weil da kommen die gefährlichen Bananen. Was lernt dieser Affe? Schade, hier werden keine Bananen gegessen. Und jetzt sind die Forscher natürlich massiv irritiert. Die fragen sich, hey, was ist mit diesem Affen los? Als Kind vom Wickeltisch gefallen, Bananentrauma, Intelligenzproblem, ist der Schalke-Fan. Was ist mit diesem Affen los? Und ja, ich habe mich nicht getraut, FC-Feen zu sagen hier in Köln, das ist ja auch immer so ein leidiges Thema hier. Also der Punkt ist, die wundern sich, was ist mit diesem Affen los, und jetzt tauschen sie einen zweiten Affen der Gruppe aus. Und der zweite Affe traut sich auch nicht, die Bananen anzufassen. Sie tauschen einen dritten Affen aus, sie tauschen einen vierten Affen aus, einen fünften, einen sechsten, einen siebten, einen achten, einen neunten, einen zehnten. Am Ende sind nur Affen in der Gruppe, die negative Erfahrung weder gesehen haben, noch am eigenen Leib erlebt haben, und trotzdem fasst keiner die Bananen an. Ist das nicht irre? Ich habe diese Geschichte mal in Amerika auf einem Seminar erzählt, haben die gesagt, ey Stefan, das müssen deutsche Affen gewesen sein. Und ich glaube, das könnte vielleicht sogar sein. Ich habe diesen Vortrag, nach dem Vortrag kam mal der Frank Schirmacher von der FAZ zu mir, der Herausgeber, der sagte, Friedrich, die Story ist spannend mit diesen Affen. Der kam da aus einer Ortschaft an der ehemaligen innerdeutschen Grenze und man sagte ihm, dort hätte man ihm erzählt, dass dort die wilden Tiere im Wald noch den alten deutsch-deutschen Grenzverlauf akzeptierten. Und die seien mittlerweile in der Generation 8, 9, 10 seit der Wende. Das heißt, wenn wir eine Angst einmal haben, wenn wir diese Angst in uns rintragen und die weitergeben an andere Generationen, dann bleiben die Ängste über Generationen aktiv. Und deswegen bitte, 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 was ich heute sagen möchte, meine Message. Ich habe so viel mit Menschen zu tun, die Angst haben. Ich habe so viel mit Menschen zu tun, die in ihrem Leben ganz viel in sich tragen, ganz viel Potenzial haben, die ganz viel wachsen können, ganz tolle Dinge machen können, aber dieses kleine bisschen Komfortzone immer wieder mit sich tragen. Dieses kleine bisschen, ich will nicht raus, ich traue mich nicht, ich habe es noch nicht gemacht. Und das Verrückte ist, dass die meisten Ängste heutzutage völliger Quatsch sind.
Die meisten Ängste sind heutzutage völlig bescheuert. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben vor Misserfolg. Misserfolg ist Feedback. Wenn etwas nicht klappt, gut, dann machst du es das nächste Mal anders. Die nächste Angst vor Überanstrengung. Leute, vergesst dieses ganze Gerede von wegen, alles muss mir leicht fallen. Ich kenne niemanden, der anstrengende Dinge nicht macht und hinterher sagt, boah, dafür hat es sich gelohnt. Wenn Sie feststellen, dass Sie ausbrennen, wenn Sie feststellen, dass sich chronisch zu sehr anstrengen, liegt das nicht an der Anstrengung, das liegt an dem Hebel, das liegt an der Qualität, das liegt an was anderem. Und diese Angst vor sozialer Zurückweisung, das kann man üben. Man kann üben, seinen Mann zu stehen, man kann üben, Nein zu sagen, man kann üben, die Dinge mal anders zu machen als andere Menschen. Ich halte das gerne wie Kurt Marti, der sagte, wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin, und niemand ginge einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge. Und wenn ich es übersetzen sollte, sage ich, liebe Leute, habt keine Angst davor, dass euch Scheiße passiert im Leben. Wenn in die Scheiße, dann mit Anlauf.